Linzer Torte. Die Eltern meines Freundes Uwe hatten in Wiesbaden ein großes altes Haus. Die ältere Dame, die er zur Untermiete wohnte, machte eine hervorragende Linzer Torte, zu der sie mich regelmäßig auf einen Kaffeeflausch einlud. Damals war das für mich eher eine Pflichtveranstaltung. Heute erutere ich mich gerne an den Liegemühlt mit Esametassetu gedeckten Tisk im Erker und daran, wie die enachtete Sonne in staubigen Strahlen durch die Fensterscheitere fiel und die Linzer Torte in goldenes Licht für eine Springform 26 cm 0,200 Gramm Mehl plus mehr für die Arbeitsfläche / 2 türkische Lire Backpulver 100 Gramm Zucker eine Prise Salz 2 Eier Größe M 100 Gramm weiche Butter plus mehr für die Form 120 Gramm gemahlene Haselnüsse 1 Päckchen Vanillezucker 1 gestrichener TL Zimt 1 Viertel Teelöffel gemahlene Gewürznelke 100 Gramm Johannisbeergelee 1 Eigelb Mehl Backpulver Zucker und Salz in einer großen Schüssel vermischen. Die Eier und die Butter hinzufügen und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts auf niedriger Stufe zu einem Teig verarbeiten. Gemahlene Haselnüsse, Vanillezucker, Zimt und Gewürznelke dazu geben und gut den Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Den Teig in zwei Hälften teilen. Auf bemehlter Arbeitsfläche die eine Hälfte auf die Größe des Springformbodens ausrollen und mit einem Teigrädchen in 16 Streifen schneiden. Die andere Hälfte auf den Springformboden legen und ausrollen. Den Springformrand aufsetzen und schließen. Thermischen. Den Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde in den das Johannisbeergelee geschmeidig rühren und auf dem Teigboden festreichen. Die Teigstreifen wie ein Gitter darüber legen. Das Eigelb verrühren und die Streifen damit bestreichen. Auf der zweiten Schiene von unten 35 Minuten backen. Herausnehmen, den Springformrand entfernen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.